Jähes Ende einer Theatervorstellung. Mitten in der Aufführung an der Waldschule Wildeshausen löste sich am Dienstagvormittag aus noch unbekannter Ursache eine ca. 100x50 cm große Holzplatte aus der Decke der Aula. Dabei wurden nach Angaben der Stadt 3 Kinder leicht verletzt. Ein Kind wurde zur Behandlung einer Platzwunde am Kopf ins Krankenhaus nach Vechta gebracht. Ihm geht es nach Angaben von Bürgermeister Jens Kuraschinski den Umständen entsprechend wieder gut. Es hat unheimliches Glück gehabt, so der Bürgermeister. Die Stadt entschied, dass in den kommenden 2 Tagen bis zum Beginn der Winterferien kein Unterricht mehr an der Waldschule stattfindet. Der Grund: Neben der Aula gibt es 4 weitere Klassenräume mit der gleichen Deckenkonstruktion. Ein Sachverständiger wurde eingeschaltet.